Hallo Leute, CSD Report hier. Was haben wir heute? Heute gibt es auf viele Anfragen von euch das Paket von airsoft-sports.com. Was für ein Paket? Das HPA-Paket. Ihr habt mir viele Nachrichten geschrieben nach unserem ersten Video bezüglich die Meinungen von uns, was HPA betrifft. Wie schaut das aus? Was braucht ihr jetzt dafür? Was ist in dem Paket alles drinnen? Wir haben mit Airsoft Sports haben wir das ausgemacht, dass ein Paket einstellt ins Internet. Das ist natürlich gleich passiert. Danke an Airsoft Sports für das nochmal. Das macht es uns leichter, das Ganze ein bisschen zu promoten. Ein geiles System. Ich sage euch das jetzt einmal, wie das ausschaut. Das machen wir jetzt gleich auf. Kommt her ein bisschen weiter zu mir. Natürlich alles super verpackt. Ein Warnhinweis, Bruchgefahr für die DHL oder für die Post, je nachdem mit was es kommt. Zettel natürlich zusammengestellt von der Airsoft Sports Crew. Immer nett, steht oben. Hallo, vielen Dank für die Bestellung. Gerne haben wir ein Paket gepackt und überprüft. Beste Grüße aus Tirol von der Martina. Danke Martina. So, schauen wir. Natürlich sicher verbockt alles. Fangen wir an. Kennen wir ja schon. Ballaster, Fusion Engine. Fusion Engine, Engine Fusion. Ist alles das gleiche, es passt. Die machen wir gleich einmal auf, dass wir da sehen, was da drinnen ist. Habe ich euch schon gezeigt. Kennen wir schon. Natürlich, ohne den läuft nichts. V2 Gearbox M4. Lege ich so her, dass man das sieht. FCU, Fire Control Unit, ganz wichtig, ist dabei beim Paket. Lege auch her. Wieder den Flyer oder was das ist, wo es gerade hin, der Code drauf, den legen wir da her, der ist nicht so wichtig. Speakerle, okay, legen wir auch her. Beschreibung von der, vom Polarstar HPA, von der Fusion Engine, sehr wichtig, sollte jeder haben. Was ist noch dabei? Nächste. Airrig, ganz wichtig. Okay. Verschluss, Flaschen zum Auftragen, zu dran. Das ist eigentlich Anzeige, Redline. Das ist der beste, das beste Airrig, was er für das kriegen kann. Das ist das, ja, das zuverlässigste. Du kannst mit denen am wenigsten FPS cheaten, du pickerst das oben, wenn wir eine Kronen. Wir werden noch ein eigenes Video folgen. Ich habe mal schon auf der CSD-Seite auf Facebook gepostet, wie das ausschaut. Das ist ganz einfach, ich ziehe eine Kabelbinder durch, die Orgel und da schreibt drauf. Da gibt es keine Probleme. Also, Eric dabei. Ganz super, was auch ist, den sollte man nie verlieren. Das ist der Imbusschlüssel für die Imbusschrauben von Eric zum Einstellen. Für die FPS zum Einstellen nachher, für den Druck, den sollte man natürlich nie verlieren. Das ist eine eigene Sache von den Amerikanern her, das glaube ich Zoll. Also du kannst lang suchen, bis du wieder so einen findest. Bitte den nicht verlieren, das ist ganz wichtig. Und natürlich, der Schlauch ist auch dabei bei dem ganzen Paket. Sieht man, Anschlüsse. Legen wir so her. Und was brauchen wir noch? Mach ich jetzt auch auf. Eingepackt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Was ist da drinnen? Oh, up. Der Tank ist da drinnen, ja. 4500 PSI Maximum, Anzeige drauf, Schutzkoppen drauf, Füllstutzen, Eric wird draufgedraht. Ist schon im anderen Video gezeigt, ich passe mal so zusammen.
Das heißt, das, so wie das jetzt da ist, ich da das noch mal runter. Ich hoffe, man sieht das. Das ist alles in dem Paket drinnen, was es bei airsoft-sports.com zu bestellen gibt. Das ist natürlich auch noch drinnen, der Flyer. So schaut das Ganze aus. Ihr kennt es mit denen, so wie das da ist, verbauen für die V2 Gearbox, eine verbauen in einem 4. Wie gesagt, überall wo eine V2 reinpasst, kennst du das verbauen. Ihr füllt die Flaschen. Die Sache ist die, die Flaschen darf man nicht befüllt wegschicken. Ja. Das ist, du kannst keine 300 Bar Flaschen irgendwie mit der Post schicken. Deswegen müsst ihr die halt noch auffüllen. Aber sonst einbauen, Einstellungen, macht eine Anleitung, einstellen, so wie ihr die haben wollt. Wie schon gesagt, Openbolt, Closebolt. Wie ihr das für euch am besten haben wollt. Ob DMR, Sturmtrupp, wie auch immer. Eric auf die Flaschen, zuerst die Flaschen füllen, Eric auf, Schlauch anschließen, Gearbox einbauen, Fire Control Unit einbauen und was da jetzt nicht dabei ist, das hat er vergessen dazu schicken, ich habe das auch mit ihm besprochen. Das ist der kleine Akku für die Fire Control, der ist dabei, es ist ein kleiner Akku beim Package dabei. Gell? Also ihr kennt so, wie das jetzt da ist, ihr kennt sobald alles eingebaut ist, ihr könnt da losstarten. Das ist der Akku dabei, vielleicht den Akku noch laden, aber ich habe da keine Probleme. Für das Geld, das kostet glaube ich 850 Euro oder 856 Euro. Das ganze Package ist ein sehr fairer Preis, muss man dazu sagen. Wir haben das damals noch alles über die Amis herbestellt, über Amerika. Erstens hast du die Shipping-Gebühren, du hast den ganzen Zoll und alles, du wartest ewig lang und wir haben wesentlich mehr gezahlt. Also kostet nochmal 300 bis 350 Euro mehr dazu rechnen bei dem Paket, wenn du das über die Amerikaner bestellst. Vor jetzt einem guten Jahr, kannst du sagen. Ja. Mehr gibt es zu denen jetzt nicht sagen, ich hoffe, das hilft euch. Wenn es halt noch Fragen gibt, ihr könnt es mich natürlich anschreiben, ihr könnt es CSD auf der CSD-Seite anschreiben. Aber ich glaube, das ist. Mehr gibt es zu denen jetzt nicht zum sagen. Es ist alles da, was du brauchst. Der Akku fällt noch, der ist aber definitiv dabei beim Paket. Und ja, mehr ist da nicht drinnen. Die Flaschen ist sehr hochwertig, ist auch 300 Bar Flaschen. Ja, 4500 PSI. Sehr gut, 1,1 Liter. Also mit denen könnt ihr schon einmal eine Zeit lang spülen. Vielleicht ist das auch sinnvoll. Ein kleiner Tipp noch, was ihr echt viel unterwegs seid, so wie mir. Wir werden jetzt als nächstes schauen. Eine Taucherflasche, vielleicht eine 20 Liter mit einem Adapterstickern. Dann kannst du das auf die Events, sollte das irgendwo weiter weg sein, kannst du das selber nachher nachfüllen, nachdrucken, die Flaschen. Aber ich sag, für so ein Tagesspiel reicht die, wir kommen mit der aus. Und was halt bei dem System halt ist, ihr könnt das einbauen und ihr könnt es gleich voll durchstarten. Es gibt natürlich Spielereien mit das Low Flow Puppet, dass du halt noch weniger Druckverbrauch hast. Und aber in dem Sinn, das sind Spielereien. Das ist das, die Sache, wo ihr braucht, wo ihr dann gleich starten könnt. Alles andere ist nur Spielerei. Das kommt mit der Zeit, sofern das noch gut ist. Das ist ein zuverlässiges System. Erhältlich, wie gesagt, bei airsoftsports.com mit dem Bestellcode SKIP FD01, SKIP-FD01, das ist 5% auf die Sache. Kommt schon wieder Mitglieder von uns, das passt. Also wir sehen uns beim nächsten Video. Danke, ciao.